Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video, in dem wir Scheiße im Trading Mode machen. Es ist jetzt nicht so ganz ein Trading Mode Combo Video, zumindest nicht mit krassen Items. Wir machen dieses Mal ein bisschen andere Kombos. Ich will ein bisschen Beast Ball Stuff mit paar Charakteren rumspielen. Und vorher eine Captain Falcon Spirit Combo, die ich ein bisschen geübt habe, weil die ganz lustig ist, machen. Als Musik, der underratedste Musik in diesem Game. Es ergibt keinen Sinn, dass sie in Smash ist. Und sie passt nicht. Aber gut klingt, finde ich, tut sie trotzdem. Und ich finde, für so Train Mode Labbing geht die voll. So, das Spirit Set, das ursprünglich mein Mewtwo Amiibo hatte. Ich hab's nur gegen Donkey Kong zum Laufen bekommen, weil der Charakter auch ziemlich heavy sein muss dabei. Und ich muss ihn auf jeden Fall erstmal töten. So, damit haben wir das geklärt. Und für diese Combo brauchen wir Only War. Das ist inzwischen so Routine. Diese Combo zum Killen ist einfach Teil meines Setups. Aber ich wollte den Launchstar nicht nicht zur Seite, sondern nach unten werfen. Okay, jetzt habe ich die Combo verfehlt. Das ist halt so die... Warum ist er dieses Mal direkt gestorben? Egal. Das ist halt so die schnellste Combo, habe ich das Gefühl, um hier den Kill zu holen, den ich am Anfang brauche, weil Donkey Kong halt hier wirklich in der Mitte stehen muss. Ja gut, damit hätten wir das schon mal hinter uns. Gehen wir weiter zur nächsten Combo. Ich meine das ernst, das war die Combo. Ihr braucht jetzt nichts anderes zu erwarten. Das war alles, was ich geplant hatte. Dann gehe ich mal auf Pummeluff, wo ich auch zwei lustige Kombos mit dem Spirit Set hatte. Die eine ein bisschen schwerer, die eine eigentlich sau easy. Das ist wahrscheinlich die bescheuertste Zero to Death, die man machen kann mit Spirits. Alter, Mann, war das schwer. Gut, und jetzt brauchen wir einen Bohrer für die zweite und den Impact Run. Okay. Ihr seht, denk ich schon. Okay. Ihr seht die ersten paar Hits und es ist möglich, da dann das draus zu kombonieren. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Problemlage. Das Video geht seit 3 Minuten. Die 3 Kombos, die ich hauptsächlich gelappt habe, haben wir alle gelandet. Dann würde ich sagen, okay, bisschen Beastball-Bullshit hatte ich mit Bowser noch gelappt. Wir gehen jetzt hauptsächlich auf Beastball. Mit Falcon und Bowser vor allem wollte ich darum probieren. Bowser noch mit Spirits, Falcon probiere ich dann ohne. Ich muss nur überlegen, wieder wie genau da... Du sollst auf jeden Fall nicht Dash attacken. Ich will das scheiß Item graben. Ja, okay. Ganz true ist das nicht mit der Nair. Das macht halt so viel Schaden, wenn man Spirits drin hat. Das ist immer das Schwierigste. Okay, ich kann theoretisch auch nicht Dash attacken. So ungefähr das Setup machen, aber das Schwerste ist immer den, das ist für viele Beastball-Kombos eine gute Technik, den Beastball runterzuwerfen und dann, bevor er verschwindet, zu regrabben. Oder ihn einfach komplett zu verfehlen. Hier, jetzt hat es halt zum Beispiel wieder nicht geklappt. Wenn das nicht klappt, kann man simple, aber in der Regel weniger effiziente Kombos machen. Alter, seht ihr meine krassen Hype-Kombos? Und irgendwie, wenn man direkt nach dem Sterben
ein Item holt, hat die Kamera da gar keinen Bock. Ich krieg den Regrab gerade nicht hin. Mann, nicht mal in die Abi. Das sind halt 63 Easy Prozente mit Spirits, aber hey, ich hab die Downbi sogar gelandet. Boah, ich krieg diesen scheiß Regrab nicht. Hier, die Kamera hat da richtig Bock. Mann, was eine geile Kombo. Digga, was ist aber auch mein RNG wieder? Ihr wisst ja, Beast Ball geht zu hoher Wahrscheinlichkeit in die Richtung. Da war's. Geht zu hoher Wahrscheinlichkeit in die Richtung, in die man geworfen hat. Aber ist auch möglich. Wir können noch das machen, tötet ihn aber nicht, weil die Downbee aus irgendeinem Grund komplette Scheiß-Spike-Hitbox hat. Die ist so schwer zu treffen. Und dann ist sie auch noch schwach ohne Ende. Jetzt mal for real, warum? Das ist ein Setup, das man auch ganz gut machen kann, wenn man Impact Run hat. Die war lustig. Ich würde sagen, wir probieren jetzt noch. Kann ich mit Bowser auch. Es hat einen Grund, dass ich das Setup in der Regel ohne Spirits eher mache. Okay, Bowser's back. Er hat viel zu viel Lag dafür. Na, dann gehen wir jetzt auf Falcon ohne Spirits. Das war gerade eben auch schon so ziemlich das Letzte, die Grundlage für die Kombos, die ich da probieren will. Ui, neuer Kommentar bekommen. Ich glaube, ich bin gefühlt auch einer der einzigen YouTuber, die noch aktiviert hat, dass ich für jeden Abonnenten, der es auf öffentlich stellt, seine Abos zu teilen und für Kommentare, die er bekommt, E-Mails aktiviert hat. So. Jetzt müssen wir gucken. Ohne Spirits kann man natürlich die Kombos länger machen. Mit der ganz toll passenden Musik immer noch. Ich bleib dabei. Für Training Mode Labbing ist die echt gut. Das war schon mal ein ganz guter Try. Irgendeinem Art Academy Game oder so. Krasse True-Kombos meinerseits. Ich finde das halt ein ganz gutes Setup, muss ich sagen. Okay. Das ist immer das Schlimmste, wenn man den... Okay, die meisten Charaktere hätten da halt recovern können. Aber an sich war es trotzdem, denke ich, ganz schön, auch wenn nicht ganz true. Ich probiere einfach mal aus Bock so ein bisschen Falcon-Kombos ohne irgendwas. Und ihr merkt, ich bin der beste Falkenspieler. Ich kann... Danke. Ich kann gefühlt kein Downthrow näher. Ich finde es aber mit Gendorf auch leichter, muss ich sagen. Naja. Mit Falken wirklich gut werde ich nicht so schnell. Ah, warum sendet das zur Seite? Dann probiere ich mal... Die Kombo wird nicht töten, die ich jetzt probiere. Das macht sie nur, wenn ich die Spirits drin habe. Okay, irgendwie schon. Weil ich nicht damit gerechnet habe, den Beast Ball zu regrabben dann nochmal. Das ist halt immer wichtig für so eine gescheite Beast Ball-Kombo, dieses Setup zu haben, dass man den regrabbt. Das ist halt eine sehr simple 61 Damage Combo. Mann, war das geil am Ende. Okay, da hätte ich das irgendwie anders machen müssen.
Und ich land nicht mal Sweet Spot nie. Ah, ich hab gehofft, er wird runter zu mir gedönert. Es wäre schön gewesen. Ja, das sind wieder die simplen 61. Die Sache ist auch die, wenn ich den Beast Ball nicht regrabbe, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr hoch, dass er einfach in die falsche Richtung den Gegner sendet. Nur weil ich ihn regrabbe und gerade auswerfe, ist die Wahrscheinlichkeit... Das war nicht der Plan. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er so fliegt, wie ich will. Boah, und ich lande gerade wieder absolut nichts. Ich muss aber echt sagen, seit ich begonnen habe, sowas zu leben, habe ich da richtig Bock dran. Auch wenn ich vorher das nie machen wollte, weil ich dachte, ich habe nicht die Geduld dafür. Aber aus irgendeinem Grund... Ja, das war halt leider kein guter Finisher. Mann, was eine krasse Kombo, ich bin so gut. Ah, die der hätte treffen sollen. Als ob der Beast Boy jetzt in die Richtung sendet. Da kommen wieder meine krassen True-Kombos zum Start. Auch alles True, was ich da mache. Ja, wenn ich da so aus Versehen nach vorne drifte, weiß ich halt sofort, das kann nichts mehr werden. Och, senk doch nach unten! Der Anfang war schön, aber danach ging's nicht mehr. Wow, Mann, habe ich gutes Follow-up draus bekommen. Das größte Problem ist, dass ich zu früh nach vorne drifte teilweise. Und mit einer Forward-Air am Anfang kann man einfach nicht gut Follow-upen. Oh, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich ihn gefühlt gleichzeitig, wie der Beast Ball ihn hittet, schon Down-Air. Und dadurch ist sein Winkel so anders. Ah, ich dachte eigentlich, den würde ich regrabben können. Die Nair hat nur einen Hit gelandet. Ah, und jetzt falsche Richtung. 40 oder 50 easy Prozent bringen aber nichts, ist nicht das Ziel. Ich krieg nicht mal den, die Abbi. Ich finde super, wie ich die ganze Zeit Sour Spot nie treffe. Also. Solche Kombos sind halt irgendwie auch schwieriger, als sie, als was sich lohnen würde. Mann, was eine Kombo. Ja, 50% kriege ich daraus, aber... Mann, ich bin so krass. So, machen wir die beste Combo. Wir machen jetzt die krasseste und schwerste True Combo im Spiel. Wir haben getroffen. Jetzt wieder zur richtigen. Mann, das war so eine sicke Combo. Ah, so close. Falsche Richtung. Dass der Regrab nicht klappt, ist halt eines der häufigsten Probleme. Okay, und das. Ich brauche nur einen, aber scheiß drauf. Machen wir sicken Edge-Guard. War tatsächlich gar nicht mal ganz scheiße. Ich meine, trifft gegen den CPU jeder gefühlt, aber...
Down Air. Oh. Die ersten Kombos dieses Video gingen deutlich schneller. Ich könnte versuchen, den fucking Beast Ball zu regrabben. Haha. So, jetzt. Ah, hätte der zweite Hit denn näher gelandet. Warum klappt das gegen diese CPUs zu easy? Ich muss den regrabben. Es klappt aber nicht. Okay, wir haben eine Combo gelandet. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber es war etwas. Und wow, zwei Sour Spot Knees in einer 4-Hit-Combo. Das ist immer die beste True-Combo. Oder das. Ich glaube, ich sollte mal versuchen, wenn ich den Regrab nicht bekomme, näher draus zu machen. Okay, das war traurig. Mann, ich bin krass. Was eine sicke Combo. Oh, das war sogar 7 True Hits. Wow, endlich regrab ich das Ding mal wieder und... Ja, oh, das war tatsächlich nice. Weil durch die Up-Air die Up-Beat zumindest fast true war. Ja, nicht ganz true, ganz nice an sich, aber... Boah, nicht mal den Sweet Spot kriege ich. Ich hasse es, wenn ich nur Hit-Items von der Nähe treffe. Beast Ball verfehlt dann. Oh, komm. Und ich darf da nicht ab R drücken. Wenn ich daraus irgendwas machen will, dann muss ich zumindest näher machen. Es ist halt wirklich Trial and Error. Wow, was eine geile True Combo mit einem guten Finisher. Jawohl, die war schön. So Beast Ball Combos sind halt... sind sau cool, aber teilweise echt nicht... rewarding. Ich meine, ja, das sind hier Zero-to-Death-Kombos, aber dafür, dass ich hier eine halbe Stunde brauche, um die gegen einen unbeweglichen Gegner zu landen. True-Combo.mp4 wieder am Start. Boah, ich krieg nicht mal den Sweet-Spot aus sowas. Ja. So, jetzt wird's langsam Zeit zum Tryhard. Zum Tryharden. Und zwar. Sick. Wow, eine One-Hit-Kombo.
Mit 3,5 Schaden. Das waren sogar 4. Das war sogar eine True Combo am Ende, aber. Das sind halt auch ganz machbare 4 Hits. Ah, ich muss da. Ich versuche nochmal. Könnte ich daraus was machen? Theoretisch bestimmt. Krass. Meine Kombos werden wirklich jeden Try besser. Wenn ich den Beast Ball regrabben würde, dann könnte ich noch was Gutes draus machen. Tue ich aber nicht. Oh, vor allem, wenn er aus der falschen Richtung kommt. Nö. Ich meine, er kommt wahrscheinlicher aus der Richtung, in die man wirft, aber nie zu 100%. Ich will jetzt noch eine coole Sache landen, überleg gerade aber, ob ich einen Charakter wechsle. Warte, wenn ich den Beast Ball. Ja, gut. Okay, manchmal klappt das. Oh, falsche Richtung. Ich glaube, damit kann man, wenn man es richtig macht, einen Double Knee True Combo landen. Oh, Junge! Naja. Vergessen wir mal die Double-Knee-Kombos. Ja, gut. Ah, das hätte schön werden können. Das sind halt simple 4 Hits. Und da fehlt halt der Abschluss. Mann, es hätte cool werden können. Ich will jetzt noch mal irgendwas aus dem Setup landen. Ja, geiles Setup, Leute. War das nicht eine geile True Beast Ball Combo? Nein, stimme ich zu. Nicht, wenn er am Boden liegt, aber wenn er auf einen zugeflogen kommt, dann schon. Weil der Baseballschläger nun mal Projektile reflektiert. Ja, das war ganz sahnig. Ah, es sollte Forward und nicht Back sein. Die besten Kombos sind halt wirklich die, bei denen man diesen Anfangs-Beastball verfehlt. Nice. Wenn ich auch mal auf die Zeit gucke, ich meine, viel bringen tut's jetzt nichts mehr, aber probieren wir vielleicht mal mit K-Rool noch was Dummes in den letzten paar Minuten dieses Videos. Ich meine, der hat halt nicht die Frame-Data, um gescheit zu kombon mit dem Beast Ball, aber. Na. Vielleicht kriegt man ja irgendwas. Also irgendwie. Okay, irgendwie bringt zwar nichts, wenn der Gegner weiß, wie man taggt, aber irgendwie war das schon sick.
Darum geht's nicht. Aber irgendwie klappt es mit K-Rool besser, als ich gedacht hätte. Vor allem, weil ich, wenn ich an den Punkt komme. Ja, falsche Richtung. Fast immer mit der Back-Air auch den Beast Ball regrabbe. Oh mein Gott, wenn ich die Back-Air da noch draus lande. Nein, Sour Spot! Okay, ich weiß genau, auf was ich jetzt fische. Yo! Nice. Nice. Ich meine, es ist offensichtlich nicht ganz true, aber scheiß drauf. Mann, war das gut. Ah, da fehlt noch ein. Ah, der Winkel von ihm war ekelhaft. Okay, da hat Carol sich aus irgendeinem Grund nicht mehr. Die falsche Richtung ist immer das Schlimmste. Och, komm! Ist das dein Ernst? Wie wahrscheinlich ist es dreimal, wenn man den zur Seite wirft, die falsche Richtung zu bekommen? Ah, ich land den Sour Spot. Ich will diese Combo jetzt hitten. Ja, gut. Da hat der Beast Ball Regrab nicht gepasst. Da hat die Richtung nicht gepasst. Der Beast Ball mag mich aber auch gerade nicht. Nee, der mag mich nicht. Boah, falsche Richtung. Ah, da habe ich das. Ich krieg die Back-Air gerade nicht mehr gescheit geschissen und ich hasse es, wenn das passiert. Yay, yeah, ich habe die Back-Air gelandet. Mann, jetzt schaffe ich den Regret nicht mehr. Und dann Sour Spot Back Air. Diesmal Sour Spot Back Air und Regret nicht geschafft. Und wir sind sogar noch im Zeitrahmen. Oh, das fühlt sich geil an, die Combo. Die ist satisfying. Warte, was war? Okay, damit kann man vielleicht auch was. Ja, damit, genau. Aber egal, ich würde sagen, für dieses Video reicht's. Mit Training Mode Kombos. 5-6 verschiedene, kommt drauf an, wie viel man bei Falcon jetzt zählt. Haben wir gelandet. War, denke ich, ganz schön. Die letzte fand ich jetzt, war noch mal ein bisschen überraschend, auch für mich selber, war aber sau satisfying zum Hitten. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder. Bis dann und ciao. Ich gehe jetzt noch mal. Zack. Und natürlich verkackt der Beastball am Ende der Folge. Bis bald.